Die Frage, ob wir bei unseren Vierbeinern zu Hause Zähne putzen sollten, muss aus medizinischer Sicht ganz klar mit Ja beantwortet werden. Wie bei uns Menschen bilden die Tiere auf ihren Zähnen Zahnbeläge, die aus Speichel, Futterresten und vor allem Bakterien bestehen. Das heißt, um längerfristig für eine Zahngesundheit unserer Haustiere zu sorgen, sollten wir täglich manuell Zahnstein und Zahnbeläge von den Zähnen entfernen. Optimalerweise beginnt man mit der Zahnpflege im Welpenalter, aber auch ältere Hunde können mit etwas Geduld sehr gut die tägliche Zahnroutine einstudieren. Zuallererst sollten wir einmal lernen, wie sieht überhaupt eine gesunde Maulhöhle aus. Hierfür müssen wir erst einmal beginnen, unseren Hunden überhaupt ins Maul zu schauen. Wir heben die Lefze an und gucken einmal vom Schneidezahnbereich bis ganz nach hinten zu den Backenzähnen und auch die Unterkieferfangzähne und Unterkieferbackenzähne sollten wir einmal beobachten. Und dies von beiden Seiten. So sieht also ein gesundes Hundegebiss aus. Ein vollständiges Gebiss, keine Zahnfrakturen, rosa Zahnfleisch ohne Entzündung und sehr wenig Zahnbeläge. Sehen Sie jetzt starke Zahnbeläge, stark gerötetes Zahnfleisch oder sogar abgebrochene Zähne, ist es jetzt Zeit, Ihren Vierbeiner einmal bei einem Spezialisten vorzustellen. Wahrscheinlich braucht er erst einmal eine professionelle Zahnreinigung bzw. hat bereits schmerzhafte Veränderungen in der Maulhöhle, die einer Behandlung bedürfen. Aber damit es gar nicht erst so weit kommt, wollen wir heute einmal zeigen, wie es geht. Neben ein bisschen Geduld braucht es natürlich auch das geeignete Werkzeug. Ein veterinärmedizinisches Produkt, der Größe des Hundes angepasst und optimalerweise auch mit einer der Anatomie des Hundegebisses angepassten Wellenform. Zusätzlich verwenden wir eine geeignete Hundezahnpasta. Hier zählt vor allem die geschmackliche Komponente. Auf jeden Fall Hände weg von humanmedizinischen Zahnpasten. Zu Beginn wollen wir nun einmal den Hund spielerisch an die Manipulation unter der Lippe gewöhnen. Hierfür heben wir die Lefze leicht an und fahren mit dem Zeigefinger bis tief hinein in die Backentasche entlang der Backenzähne und der vorderen Backenzähne, beziehen schließlich auch die langen Fangzähne mit ein und ganz zum Schluss die Schneidezähnchen, denn sie sind am empfindlichsten. Nun lassen wir den Hund einmal kennenlernen, dass Zahnpasta gut schmeckt. Darf einfach mal die Zahnpasta vom Finger abschlecken. Und wenn er das verstanden hat und akzeptiert, beginnen wir nun das gleiche Spiel mit dem Finger und mit der Zahnpasta. Und beginnen erneut mit geschlossenem Fang einmal die Zahnpasta entlang der Backenzähne zu streichen, beziehen am Schluss auch einmal die Fangzähne mit ein und auch die Schneidezähnchen. Der Hund darf gerne ein bisschen mitschlecken. Ist der Hund nun an die Manipulation mit dem Finger, die Maulhöhlenuntersuchung und auch die Zahnpasta gewöhnt, beginnen wir nun mit der Zahnbürste. Ziel ist es nun, zunächst einmal die Außenflächen der oberen Backenzähne unter Sicht putzen zu können. Hierfür halten wir den Fang wieder geschlossen, fahren mit dem Zeigefinger einmal unter die Lefze und beginnen nun vorsichtig die Backenzähne mit kreisenden Bewegungen zu putzen. Arbeiten uns langsam nach vorne fort, beziehen schließlich auch die Fangzähne mit ein. Die Unterkiefer-Backenzähne zu putzen bedarf etwas mehr Übung, da sie anatomisch gesehen hinter den Oberkiefer-Backenzähnen gelegen sind. Deshalb muss der Hund hierfür die Maulhöhle leicht öffnen. Aber sollte das gut funktionieren, kann man auch beginnen, die Backenzähne in gleicher Manier unter Sicht zu putzen. Erstens wichtig, Zähneputzen als wichtigste Prophylaxe-Maßnahme. Zweitens, lassen Sie es zur täglichen Routine werden. Drittens, am besten im Welpenalter damit beginnen, was nicht bedeutet, dass nicht ältere Hunde dies auch noch lernen können. Viertens, die erste Übung erfolgt bei geschlossenem Maul mit dem Finger.
Wir gewöhnen den Hund spielerisch an die Manipulation unter der Lippe. Fünftens, nun kombinieren wir die Fingerübung mit der Zahnpasta und lassen den Hund den guten Geschmack der Zahnpasta schmecken. Sechstens, wir beginnen vorsichtig mit der Bürste bei geschlossenem Maul zunächst alle Außenflächen der Oberkiefenbackenzähne und anschließend auch die Schneide- und Fangzähne zu putzen. Siebtens, Unterkieferzähne folgen bei sehr geübten Hunden. Und achtens, nur bei sehr toleranten Hunden ist auch das Putzen der Zungen- und gaumenseitigen Zahninnenflächen möglich. So, in diesem Sinne, viel Spaß beim Üben!